keine guten Vorzeichen vor dem vorletzten Heimspiel des USC. Nach Liberer Linda Dörrendahl konnte auch Angreiferin Lonneke Slotjes nicht mitwirken. Und das gerade im Topspiel gegen den Tabellenzweiten, den Dresdner SC. Die Gäste nahmen keinerlei Rücksicht auf die Personalsituation. Von Beginn an lagen die Damen des SC in Front und das meist komfortabel. Nach wenigen Minuten stand es bereits 3:9 aus Sicht des USC. Zu selten ging es wie in dieser Szene lange hin und her. Zumeist machten die Dresdner einen recht kurzen Prozess. Die knapp 1400 Zuschauer in der Halle Bergfidel ahnten wohl schon zu diesem Zeitpunkt, dass sie an diesem Abend früh wieder zu Hause sein würden. Die Vertretung von Libera Linda Dörrendahl, die wegen einer Zahn-OP ausfiel, am heutigen Abend die erst 16-jährige Alicia Ososki. An ihr lag es jedoch nicht, dass der USC recht chancenlos wirkte. Es war eher so, dass das Team als Ganzes nicht das spielte, was sie eigentlich spielen können. Hinzu kam, dass Dresden wie eine Spitzenmannschaft auftrat. Und so hieß es bereits nach knapp 20 Minuten Satzball für Dresden. Symptomatisch für den Abend, die Angabe von Jelinkova ging ins Aus. Und Satz 1 mit 25:14 an Dresden. In Satz 2 ging es zu Ungunsten des USC genau so weiter. Dresden wollte hier kurzen Prozess machen. Hervorragend bei den Gästen vor allem die Blockabwehr, die den Gastgeber zur Verzweiflung trieb und kaum Punkte der Unabhängigen zuließ. Wie beispielsweise auch in dieser Szene, Lea Hildebrand versucht zu punkten, abermals geblockt. Gästetrainer Alexander Weibel konnte mit seinen Damen wirklich zufrieden sein. Im Eiltempo brachten sie Satz 2 unter Dach und Fach. 25:10, das war ein bitterer Abend für den USC und in dieser Deutlichkeit auch eine völlig neue Erfahrung. Ich glaube, wenn wir stark besetzt gewesen wären, dann hätten wir ein sehr, sehr starkes Spiel gesehen, weil wir in einem zwei gleiche Mannschaften auf sehr gleichem Niveau sind und das Hinspiel war auch schon sehr, sehr knapp. In den Trainingsspielen, die wir gegen Dresden hatten, war es auch immer sehr ausgeglichen und ich glaube, es wäre ein besseres Spiel geworden. Trotz aller Enttäuschung, Einsatz und Kampfgeist, so muss man sagen, stimmten beim USC. Die Damen gaben sich auch in Satz 3 nicht auf und boten den Zuschauern noch ein paar heiße Ballwechseln. Wie in diesem Falle leider zumeist mit dem besseren Ende für die Gäste. Die Damen aus Sachsen ließen sich mit einer Zweisatzführung im Rücken nicht mehr aus der Ruhe bringen. Dresden lag fast zu jedem Zeitpunkt des Spiels komfortabel in Führung. Die Gründe für die deutliche Niederlage lagen für USC-Trainer Axel Düring auf der Hand. Qualitativ haben wir ein schlechtes Spiel gemacht, im Bereich Aufschlagannahme sehr schlecht. Dadurch im Angriff häufig zu spät gewesen und Dresden hat dagegen perfekt verteidigt. Hat uns enorm unter Druck gesetzt, kämpferisch von dem, was sie versucht haben, an Variationen zu bringen und was sie versucht haben, dagegen zu halten, habe ich keine Einwände. Lob also für den Kampfgeist der Damen, doch auch dieser konnte nicht verhindern, dass die Dresdnerinnen den ersten Matchball nutzten. 25:15 und 3:0 nach Sätzen, nach gerade einmal einer Stunde und 7 Minuten. Für die mitgereisten Fans aus Sachsen hatte sich trotz des Kurzaufenthaltes die Fahrt nach Münster gelohnt. Nach der Enttäuschung an diesem Abend möchten die USC-Damen dann mit ihren Fans am Sonntag wieder jubeln können, wenn es zum Auswärtsspiel nach Aachen geht. Ja, gegen Aachen müssen wir unsere Leistung auf jeden Fall deutlich steigern. Ich hoffe natürlich, dass die beiden ausfallenden Spielerinnen dann wieder dabei sein können und uns unterstützen können. Aber auch ohne sie müssen wir trotzdem deutlich mehr zeigen. Wir haben am Samstag ein schweres Spiel in Aachen. Die haben ihr letztes Heimspiel, für die geht es um nichts mehr. Die wollen sich aber mit Sicherheit auch von ihren Zuschauern respektabel verabschieden. Und das wird für uns ein schweres Match und auf dieses Match konzentrieren wir uns. Und Aussagen zum Spiel gegen Leverkusen mache ich dann ab Montag.